Du willst berechnen, welche Form die evolventen Flanken von Zahnrädern haben? Dazu brauchst du nur ein paar Formeln. Ausgehend vom Teilkreisdurchmesser d berechnest du zunächst den Kopfkreisdurchmesser dA und den Fußkreisdurchmesser dF. Dazu addierst du am Kopfkreis zum Teilkreisdurchmesser d zweimal den Modul m des Zahnrads. Damit das Gegenrad nicht aneckt, ziehst du am Fußkreis zusätzlich das sogenannte Kopfspiel in Höhe eines Viertels des Moduls m ab, also insgesamt 2,5-mal das Modul. An jedem Punkt der Flanke, also auch an Kopf, Teil und Fußkreis, steht die Flächennormale unter einem anderen Winkel Alpha, der von innen nach außen zunimmt. Am Teilkreis beträgt der sogenannte Eingriffswinkel Alpha gemäß Norm 20 Grad. Das Produkt aus dem Durchmesser und dem Kosinus des Eingriffswinkels bleibt konstant. Yeah! So kannst du den Eingriffswinkel Alpha I an jedem beliebigen Durchmesser DI ausrechnen. Zu jedem Eingriffswinkel Alpha I musst du nun die dazugehörige Evolventenfunktion berechnen, die mit der Bezeichnung Involut abgekürzt wird. Die Evolventenfunktion ist definiert als Tangens des Winkels weniger dem Winkel im Bogenmaß. Der Bogen über dem Winkel soll übrigens an die Umrechnung ins Bogenmaß erinnern. Die berechneten Kombinationen aus Durchmessern und dazugehörigen Evolventenfunktionen trägst du in ein Polardiagramm als Stützstellen ein und verbindest diese. Das ist die gesuchte Evolventenflanke.